Kay's tape. Let's have a listen. Du kurz Angst, die Kassette wäre kaputt. Ein bisschen länger keine Musik mehr gemacht hat. Aber hey, grundsätzlich schöne Hello? Stimme. Hi Meredith. Guess what I signed today? Den Monsterabschluss. Let me think. The Monster Deal? Oh yes. Sorry, das musste ich sein. Steve Mitchell, CEO of a multi-million dollar enterprise. But before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say to you, about you. You've been a huge part of the success of this company, and I feel this is just the beginning. We're entering the golden age of personal computers, and we've got front row tickets. The past 2 weeks have made me realize that I couldn't have done it without you, and I'm going to need you even more in the coming years. So here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition is that I need your commitment for the next 5 years. So, there it is. Think about it and let's talk about it more when you're back in the office. Das kommt ein bisschen überraschend. This is a bit of a surprise. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. I have to get back to my million-dollar lifestyle. Actually, no, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Wahrscheinlich gönnt er sich jetzt erstmal 3 Yachten und morgen fällt ihm dann auf. Scheiße. Jetzt können wir nicht mehr das Unternehmen ausbauen, wir gehen pleite. Aunt Meredith's gonna keep you company tonight. Ach stimmt, Katzensitten. Das hatte ich auch ganz vergessen. Aber hey, warum nicht? Samstag, 13. September morgens. From Angie. Miss Meredith, I am so, so sorry I haven't been able to see you. It's just that I've been swamped organizing my not-so-timely exit from Providence Oaks. I'm sure you understand. You've probably seen the foreclosure notice. That certainly helped expedite my decision to leave. Anyway, I find myself thinking about everything we did and talked about. I'm a little flustered, and I don't fluster easily. So, feel special, Meredith. I hear you're going to the open mic night on Sunday. I wasn't planning on going, but I want to see you before I leave. I'm really anxious to find out what you've decided to do. Whether you're going to stay in this town, or go back to the city, or do something else entirely. And I'm going to be bored. Wir haben 3 Möglichkeiten, das wusste ich gar nicht. I'd like to know if little old me figures into those plans somehow. So, anyway, I'll see you there, yeah? Love, Angie. Schade, sieht irgendwie so aus, als gäbe uns das Spiel bei Romances nur die Möglichkeit, zu Angie zu gehen. Was jetzt, ne? Will mich nicht drüber beschweren. Aber nur eine Person sich zwischen dem unterscheiden zu müssen, ist halt schwieriger. Gerade auf die Art und Weise, wie unglaublich sehr sie sich halt uns direkt aufgezwungen hat. Das finde ich immer noch, ne? Ich finde es immer noch nicht gut. Aber mal schauen. Sie hat sich Mühe gegeben danach. I'm glad you could retell the tale. Stags can be dangerous. Today's weather might be dangerous too. You'll need your raincoat all day long and there will be a thunderstorm tonight. Back to the music. Naja. Gewitter wollen wir jetzt nicht unbedingt haben, wenn wir ehrlich sind. Here's your mail. Oh Gott, ich sehe gerade, wie viel Post wir heute auszuliefern haben. Das wird ein Tag. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was vor uns. Aber ey, das packen wir schon. Wir sind ja mittlerweile Profi.
Gut, das werden wir jetzt erstmal beweisen müssen. Denn ich habe mal wieder keine Ahnung, welches Haus es ist. Ich tippe jetzt gerade auf das hier. Aber keine Ahnung. Wir haben schon oft genug bewiesen, dass es nicht so easy ist, herauszufinden mit der Minimap, welches Haus es genau ist. Aber ey, wir haben mal richtig gelegen. Sehr schön. Ja, okay, da kommen wir nicht ganz rum. So. Ich würde ganz gerne einmal kurz auf die Map schauen. Okay, ja, wir haben wirklich überall. Müssen nochmal komplett rum um den See. Oder? Ja, doch, doch. Letztendlich schon. Weißt du was, fahren wir diesmal andersrum. Ja, das geht schon. Wir schaffen das. So, erstmal hätten wir hier drüben einen Brief. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, müssen wir uns bei diesem Talentwettbewerb wirklich dann entscheiden, bleiben wir hier, gehen wir wieder zurück in die Stadt oder zumindest, wenn ich dem, was Angie gesagt hat, trauen kann, oder machen wir was komplett anderes. Ich meine, ich weiß bisher halt noch nicht, was die komplett andere Möglichkeit ist. Schauen wir uns natürlich auch mal an. Aber, ne? Dann hätten wir heute, entweder heute letzten Arbeitstag oder am Sonntag, also morgen, müssen wir mal gucken. Also ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt morgen arbeiten oder ob das vielleicht, ne, so ein kleines Dorffest ist und wir sind da alle mittags schon, ich weiß es nicht. Moment, ganz wichtig, wir müssen hier Halt machen. Sie dürfen jetzt leider auch nicht weiterfahren. Okay, ich sehe gerade, wir müssen ein Geschäft weiter. Naja. Gern geschehen. So. Hier hätten wir eine Kleinigkeit für ein Paket mal wieder. Für die Main Street. Genau, das hier müsste es sein. So, wir haben uns auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen. I managed to get the machine to work. Here are the pictures. Ah, stimmt, stimmt. Sehr schön. Naja, also das hier ist ein Klassiker, aber ich finde es eigentlich ganz okay geworden. Es sind jetzt keine Meisterwerke, aber ne, kann man schon machen, finde ich. Naja, hier wollte ich ja eigentlich gar keins machen. Aber die vorne dran finde ich eigentlich alle sehr okay geworden. Kann man machen. Ich bin zufrieden. I'm happy with how they turned out. If you'd have picked them up earlier this week, you could have participated in a photography contest. Ich wäre ja schon früher vorbeigekommen. Aber es wurde mir nicht auf der Map angezeigt. Zum einen das, aber klar, hätte mir auf jeden Fall gefallen. I would have loved that. You can probably only win contests like those if you're professional. Nee, nicht zwingend. I'd like to think that talented casual photographers also have a decent chance. Well, one can always dream. Jetzt hör mal auf, so unglaublich pessimistisch zu sein. Ah, you're still here, huh? Ja, wir gehen ja schon, ist ja gut. Dann sind ja schon zwei. Richtig schnippisch zurückantworten. Actually, they might just stay in Florida. Florida? Your parents? Was daran so komisch? Ja, ist doch nicht komisch. Yeah, isn't it weird? They'll be back soon. Florida is expensive and honestly isn't all it's cracked up to be. Ja, vielleicht gefällt ihnen nach so lange hier in der Kleinstadt wohnen, ist dann tatsächlich aber doch mal woanders hinzukommen. Ne? Ich sag ja nicht, dass es unmöglich ist. Vielleicht entscheiden sie sich ja auch nochmal um. Keine Ahnung.
Wir haben eine schöne Bleibe gefunden. Wir werden ja sehen, was passiert. Ja, nee, neidisch hat sie jetzt nicht wirklich geklungen. They found a lovely and affordable place next to the beach. Sunshine and the beach get boring real fast. Well, I better be on my way. Bis dann, Miss Sonnenscheinchen. So long, Miss Sunshine. Die hasst uns auf jeden Fall jetzt schon. Und sie wird es noch viel, viel mehr tun in der nächsten Zeit. Weil wir genau mit der genau gleichen Welteinstellung wie sie zurückantworten, wenn sie irgendwie super schnippisch oder launisch antwortet, antworten wir genauso zurück. Sie wird es hassen. Aber hey, sie hat sich selbst eingebrockt. Wer so zu allen Leuten ist, der kann auch nicht erwarten, dass die Leute netter zu einem selbst sind. Interesting. Liebesbrief. Habe ich jetzt spontan entschieden. Können wir natürlich jetzt leider nicht vorlesen, klar. Nee, ehrlich ist natürlich nur ein Ja-Nein-Vielleicht-Brief. Aber mir gefällt die Ironie, dass in so einer super kleinen Stadt das vielleicht Leute... Ja, nee, das macht niemand mehr. Aber okay, wir spielen ja auch hier in der Zeit lange vor dem Handy. Nämlich in den 80ern. Schickes Auto. So, hier hätten wir nochmal ein bisschen Post. Here's your mail. Oh, mir gefällt der Zaun hier auf der Veranda sehr, sehr gut. Schönes Muster. Weil es sind halt auch keine kleinen klassischen Einfamilienhäuser. Ja, ich weiß, es sind halt, ne? In den USA hat man so ein bisschen anderen Baustil, aber die sind schon jetzt nicht so klein, alle, die ganzen Häuser. Also, wenn sie eben gesagt hat, ne, das ist so teuer alles in der... Oh, natürlich müssen wir woanders hin. In der Stadt, dann würde ich jetzt ja mal nicht sagen, dass das hier eine günstige Region ist. Also die Häuser hier sind alle sehr, sehr groß, finde ich. Ne, also das sind jetzt auch nicht gerade, was weiß ich, kleine Bleiben. Das hier sind schon, ne, in Berlin zahlt man für sowas. Der Klassiker. In Berlin zahlt man für sowas auf jeden Fall fünfstellig. Als Miete. Gefühlt in der Nacht. Also, ne, am Tag. Nope. No answer. Dann nehmen wir es halt wieder mit. Nee. Hier. Hope nobody comes and steals this. Ach, wie das fragst du dich jetzt erst? An unserem vorletzten Arbeitstag? Da machst du dir plötzlich Sorgen um die Leute? Ich habe gedacht, das ist der Punkt, an dem das Gewissen dann schon aufhört, sich über Sachen zu sorgen. Aber naja, wenn man nie begonnen hat, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Wir könnten uns auf jeden Fall durchaus schöneres Wetter wünschen, wie ich finde. Oh, es ist unser wahrscheinlich vorletzter Tag oder unser letzter Tag, bevor wir uns entscheiden müssen hier. Ob wir bleiben wollen oder zurück in die Stadt gehen, da könnte das Wetter schon ein bisschen mehr mitspielen. Das Wetter will anscheinend nicht, dass wir hier bleiben. Aber hey, wir sind hartnäckig. So schnell kriegt das Wetter uns hier nicht weg. Oh, ich habe gar nicht gesehen bisher, dass es auch Straßenbeleuchtung hier gibt. Ich glaube, die ist heute das erste Mal an, wegen dem Gewitter und weil es dann recht dunkel ist. Ich finde es nur recht laut, tatsächlich, den Regen. Wenn ein bisschen leiser wäre, dann wäre es eine echt geile Atmosphäre. Aber ich finde ihn schon fast zu laut. Der Regen hier ist eher so laut, als wären wir draußen. So, manchmal ist das hier auch noch mit den Autos ein bisschen weird. Da geht das Licht kurz aus.
Verstehe noch nicht genau, wieso. Weil wir drücken auf jeden Fall mal nicht. Und sorry, die Kurve kriegt man halt einfach nicht, wenn man so schnell fährt mit dem Auto hier. Also, da müssen wir auch nochmal reden. Wenn wir hier bleiben, dann wollen wir bitte ein schöneres, also ein besseres Auto, was die Lenkung angeht. Müssen wir nochmal in der Werkstatt vorbeifahren. Weil ganz ehrlich, damit auf Dauer zu leben, muss jetzt auch nicht sein. Gerade wenn wir hier, ne, auf solchen Waldwegen unterwegs sind hin und wieder. Dann wäre es schon ganz cool, was Besseres zu haben. Wo man ein bisschen mehr lenken kann. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. 8 Sekunden ist nur ein Brief, dann können wir hier bleiben. Er ist wirklich kein bisschen lauter, wenn wir aus dem Auto ausgestiegen sind. Deswegen, das müsste im Auto eigentlich ein bisschen leiser sein. Aber hey, zumindest in der Theorie sind das alles Sachen, die die Entwickler ja noch patchen könnten. Allerdings bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das jetzt noch passiert. Immerhin ist es jetzt ein knapper, also zu dem Zeitpunkt, wo ich hier das Ganze aufnehme, ein knapper Monat seit Release. Wenn das Video herauskommt, ist es schon über einen Monat seit Release. Also insofern weiß ich nicht. Ich habe allerdings gesehen, dass es heute oder gestern oder so tatsächlich auch nochmal einen kleinen Patch gab, in dem hin und wieder 2-3 Bugs gefixt wurden. Also will ich auch nicht sagen, dass die Entwickler nicht immer noch, sich Mühe geben und daran arbeiten, das Spiel noch ein bisschen besser zu machen. Aber das sind, ne, solche Änderungen, richtig. Das andere sind wahrscheinlich nur gewisse Bugfixes. Bei Änderungen weiß ich dann halt nicht, ob die dann noch gemacht werden so spät. Kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Hier drin ist es aber leiser, das ist schön. Er zockt wahrscheinlich WoW durch, seitdem wir letztes Mal hier waren. Stimmt, wir könnten es mittlerweile einfach nur noch hier auf drauflegen, wieder gehen. Aber ey, vielleicht beim dritten Anlauf. It's the mail. I'm busy. Sind wir das denn nicht alle? Aren't we all? No! Damn it! I almost had it. I almost fucking had it. Thanks for breaking my concentration. Gern geschehen. Wir können das wirklich antworten. You're welcome. Schön. Games are supposed to be fun. I feel horrible. Absolutely horrible. Maybe you should try a different hobby. You know what? I can beat this damn game and I'm not quitting until I have. Viel Glück. Good luck with that. Schön. Ich war gerade kurz im Überlegen, ob wir ihn nochmal ansprechen, aber wir haben das schon mal gemacht und es ist dabei rausgekommen, dass es ihn nicht gejuckt hat. Also lassen wir es lieber gleich. So, er hat aber auch, wie wir sehen, sehr, sehr viele Kunden. Das ist natürlich sein eigenes Auto hier. Also hey, müssen wir nicht so traurig sein. Er macht niemandem den Aufenthalt hier kaputt. Denn es hält sich niemand hier auf. Aber ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass in so einer kleinen Ortschaft sich so ein Motel lohnen soll. Aber hey, ich weiß nicht, vielleicht ist das hier ja doch irgendwie eine Attraktion mit diesem Staudamm hier und, ne, vorne dieser Statue, keine Ahnung. Wer weiß. Vielleicht kommen hier ja doch hin und wieder ein paar Touristen hin. Jetzt vielleicht nicht mehr im September, aber so, ne, über den Sommer hinweg, vielleicht als Badesee, könnte ich mir das schon vorstellen. Auch wenn ich nicht weiß, ob man das hier als Badesee verwenden darf oder kann. Insofern, keine Ahnung. Shit. Mittlerweile sind mir die Kurven aber auch egal, ich fahre einfach. Erst fahren, dann fragen.
So, jetzt legen wir hier hinten natürlich einen krassen 360 hin. Krasser 360 incoming. Beep, beep, beep. Schön. Ach, haben die ernsthaft hier so ein kleines Klohäuschen? Müssen wir jetzt hin. Okay, fellow Providence Oakians, it's time once again for the sent in letters and announcements. This one es regnet sehr laut. Ich hätte, dass du da mit offenem Fenster sitzen willst. Oder mit offener Tür. Well, performances and the usual good food and drinks for everyone. I expect to see all of y'all for a great evening and maybe even some dancing. You know who you are. Come join the show at Moe's at 8 p.m. this Sunday. I'll come get you if you don't. Well, you heard her, folks, and I'll be there too, so you better not miss it. Back to the music and to one of my favorite songs. Mail carrier Meredith. Farmer DJ Jack. Farmer DJ Jack. Seen any ghost drivers on the way here? Außer uns, nee. Ghost drivers? Yeah, you know, people driving on the wrong side of the road. Nope, haven't seen them. Okay, I was just wondering. Don't bother. I need to get back to the live show. See you tomorrow, I reckon. Bye now. Bye bye. Nehme ich auch an, ja klar. Oh, and please close the door. Don't want to broadcast any mail truck noise. Thank you much. Ich glaube, das ist bei dem Gewitter hier deine geringste Sorge. So, Sekunde, wir müssen das jetzt einfach... Wir müssen das für die Wissenschaft herausfinden. Kriegen wir ein Achievement, wenn wir zur Toilette gehen? Wie kann es sein, dass ihr da kein Achievement eingebaut habt? Top, die Möglichkeit wäre so gut gewesen. Ach Mann. Aber mir gefällt das Detail an sich halt schon. Trotzdem wäre es cool gewesen, wenn man das Detail dann schon einbaut, dass es da, was weiß ich, ein Achievement gibt. Nächstes Mal wissen wir, wo wir die Post einwerfen. Gut, ich weiß nicht, ob wir das vielleicht doch lassen sollten. Ne, nicht, dass wir plötzlich Ärger mit der Mafia bekommen. Mit der Postmafia. Wir haben damit hier jetzt Erfahrung. Kommen wir da durch? Nein. Ja, jetzt müssen wir aber auch jeden mitnehmen. Na toll. War ich eigentlich überhaupt richtig rum? Ich habe keine Ahnung. Aber wird irgendwie schon passen. Müssen ja nur wieder nach Hause finden. Das kriegen wir, denke ich, schon irgendwie hin. So, schön wäre es trotzdem irgendwie noch, wenn wir ein bisschen mehr als mit der Geschwindigkeit hier fahren könnten. Ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, das ist wahrscheinlich halt ne so ein typisches Spiel zum Entspannen. Deswegen ist es absichtlich, dass man nicht so schnell die Sachen erledigen kann. Aber so ein ganz klein wenig mehr wäre halt schon schön. Sekunde, wir müssen das jetzt mal ausprobieren. Es war schon wieder jetzt hier... wo der Radiosender weg war, kurz. Nee. Hm. Da wollt's jetzt wieder nicht. Hier auch nicht? Nee. Ich hätte schwören können, dass das gerade war. Naja. Lassen wir es halt sein. Wenn wir jetzt gerade die Möglichkeit gehabt hätten, es herauszufinden, hätte ich es gemacht, aber wenn es sonst zu lang dauert und wie gesagt, ich hatte schon mal gesagt, es kann auch gut sein, dass es einfach nur random so ist, dann würden wir komplett Zeit verschwenden.